Stimmung machen jetzt. Ja, vielen Dank für die Anmoderation, Leute. Ich bin von Ungehorsam für alle hier. Und eigentlich wollte ich euch mal ganz krass abfeiern, weil holy shit, das ist die größte Klimademo, die die Welt je gesehen hat. Ich habe schon gar keine Stimme mehr. Ich wollte euch eigentlich dann abfeiern, aber jetzt muss ich sagen, ich bin super wütend. Ich auch. Danke, weil dieser Scheiß, dieser Pillepalle, der da aus dem Klimakabinett rauskommt, der zeigt uns einfach, Klimaschutz findet nicht statt. Die Regierung hat die Verantwortung abgegeben. In der Welt tobt die größte Gerechtigkeitskrise. Der Amazonas brennt. Haltet mal die Klappe, ihr toxischen Männlichkeiten, ey. Seriously. Toxische Männlichkeit gehört nicht in diese Bewegung rein. Okay, also, ganz kurz. Ich habe meine Rede über den Haufen geschmissen und will nur Folgendes sagen. Klimaschutz findet nicht statt. Die Welt steht vor der größten Gerechtigkeitskrise, die wir je gesehen haben. Der Amazonas brennt, die Taiga brennt, die Menschen im Rest der Welt leiden an unserer Produktions- und Lebensweise. Und was macht unsere Regierung? Die macht gar nichts. Serviert uns wieder nur Pillepalle. Und wir haben gesagt, damit ist jetzt Schluss. Wenn die Regierung nicht die Verantwortung für den Klimaschutz übernimmt, wenn die Konzerne nicht die Verantwortung übernehmen, dann liegt die Verantwortung bei uns. Das heißt, wir müssen uns fragen, was machen wir jetzt? Wie schützen wir das Klima? Wie übernehmen wir die Verantwortung? Wie schreiben wir Geschichte? Und der erste Punkt dabei ist, wir lassen uns nicht spalten. Wir lassen uns nicht spalten in gehorsame Protester und ungehorsame Protester. Es gibt nur noch die Leute, die für Pillepalle sind und die für echten Klimaschutz sind. Und wir sind für echten Klimaschutz. Und es hat auf dieser Welt noch keine soziale Bewegung gegeben, die sich an alle Regeln gehalten hat und dann die Welt geändert hat. Warum? Weil eine ungerechte Welt sich ungerechte Regeln gibt. Eine klimazerstörende Welt gibt sich klimazerstörende Regeln. Eine sexistische Welt gibt sich sexistische Regeln. Und wir müssen die Regeln dieses Alltagswahnsinns brechen. Ungehorsam für alle heißt, dass Ungehorsam nicht nur darin besteht, dass man irgendwie 2 Tage im Klimacamp ist und dann 3 Tage vor der Polizei wegrennt, sondern einfach sich schön niedrigschwellig in der Stadt auf die Straße setzt und den Alltag unterbricht, der den Rest der Welt zerstört. Ungehorsam ist notwendig. Ungehorsam ist effektiv. Und Ungehorsam fühlt sich geil an, weil man direkt das Gefühl hat, die Welt zu verändern. Und deswegen ist Ungehorsam für alle, trifft sich jetzt um 16 Uhr, eigentlich jetzt sofort, am Potsdamer Platz. Kommt dahin, wenn ihr Lust habt, nicht nur hier zu stehen und zu demonstrieren, sondern anzufangen, selbst direkt aktiv Klimaschutz zu machen. Kommt jetzt zum Potsdamer Platz, lasst uns jetzt die Regeln dieses Normalwandels durchbrechen. Lasst uns wieder Geschichte schreiben. Wir haben die Verantwortung, wir sind die Bewegung. Wir werden gewinnen, Leute. 16 Uhr, Potsdamer Platz, Ungehorsam für alle.